Stefan. Und wir sind heute eure Moderatoren für diese tolle Demo im Regen. Toll, dass ihr alle da seid. Ihr habt euch nicht abschrecken lassen. Hey, ein bisschen Stimmung hier heute. Juhu! Bisschen Stimmung, die hören uns. Gleichzeitig wird die ganze Zeit von einem Ausnahmezustand in Baden-Baden geredet. Davon lassen wir uns einfach nicht einschüchtern. Schon gar nicht am 18. März, dem Tag der politischen Gefangenen. Der 18. März, der Tag der Pariser Kommune. 2 Jahre nach Blockupy. 1 Jahr nach dem blutigen Erdogan-Deal. Wir lassen uns nicht einschüchtern, deswegen sind wir heute hier und deswegen gehen wir gemeinsam auf die Straße. Thank you.
der Selbstbestimmung, sondern fördert auch reaktionäres Geschlechterrollendenken. Feministisch stellen wir uns gegen rechte Hetze und Spaltung. Eine erstarkende völkisch-nationalistische Rechte will feministische Errungenschaften beschneiden und verteidigt aggressiv sexistische Verhaltensweisen und männliche Privilegien. Allen voran Trump, der durch verbale und körperliche Übergriffe ein frauenverachtendes Weltbild etabliert. Dabei hat er diese Entwicklung nur verschärft. Mit falschen Versprechungen und rassistischer, antifeministischer Hetze spielen Demagoginnen wie Le Pen, Wilders und Petri Neuankommende und Alteingesessene gegeneinander aus und präsentieren sich als Alternative zum neoliberalen Status quo. Doch das ist nicht unsere Alternative. Unsere Alternative ist antirassistisch und vor allem grenzenlos solidarisch. Anti-Kapitalista! On est pas calme.
Italien. On est retrouvé dans notre trou, on est bien préparé, on est prêt pour le coup, on est vacagen. Révolté comme toujours, depuis 10 années, où on se lance dans la foule, on explose. Avec du son qui cartonne, avec le microphone, on déconne, c'est de la bonne vibe. J'entends l'alarme qui sonne, t'inquiète, pas besoin de run, pas besoin de courir. La musique est à ta main et le pire, c'est que tu l'aimeras donc arrête de t'enfuir. Laisse-toi guérir par le son qui déchire, donne-nous un sourire vers l'avenir. Aujourd'hui et ici on va l'écrire, pas de temps de se reposer pour agir. Des nouveaux styles, des lyrics vont venir. Ok, comme je chante. Ah, anti-capitaliste. Ah, anti. Ah, anti-capitaliste. Check. Ah, anti-capitaliste. Anti-Kapitalista! Yo, danke, dass ihr alle gekommen seid heute bei diesem nicht so ganz schönen Wetter. Wir wollen laut sein hier in Baden-Baden. Und in ein paar Monaten geht's nach Hamburg. Da werden wir noch mehr sein und noch lauter sein. Danke für diese Demo, danke für diese Energie, die ihr mitgebracht habt. Und alle hier in Baden-Baden, wir laden euch ein, mal rauszukommen aus euren Häusern. Aus den ganzen Einkaufsläden hierher zu kommen, weil wir beißen nicht. Beißen tun die, die sich da gerade treffen. Und die scheißen auch, wenn Menschen sterben für ihr System. Und deswegen sagen wir laut: Ah, anti-Kapitalista! Ah, anti-Kapitalista! Ah, anti-Kapitalista! Anti-Kapitalista! Dankeschön. Okay, ich bin Malin W. von Idle Revoltier und ich mache hier ein bisschen Musik zum Abschluss, um nochmal Wärme in diese kalte, schöne Stadt zu bringen. Es wurde schon viel gesagt, warum wir hier sind. Ihr wisst, warum ihr hier seid. Und die Leute, die uns hier sehen und hören, ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Wenn ihr auch findet, dass die Welt gerechter sein soll, dass es nicht ein System geben soll, wo es darum geht, ein paar Leute viel Kohle zu beschaffen und der Rest sitzt in der Scheiße, sondern ein gerechtes System, und das ist definitiv nicht der Kapitalismus. Und deswegen sind wir hier, weil wir wollen, dass die G20-FinanzministerInnen uns hören und sagen und wissen, dass wir auf diese Politik keinen Bock haben, dass wir nicht nur liken, dagegen zu sein, sondern dass wir auch herkommen, um zu sagen, wir sind dagegen. Dankeschön. Es ist erschreckend, dass wir 15 Jahre, nee, mehr 17 Jahre nach den ganzen Pogromen, die hier stattgefunden haben in Deutschland, immer noch wieder an dem gleichen Punkt sind, zu sagen, wo sind die Bullen, wenn Häuser brennen, wenn Leute angegriffen werden aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft. Und leider ist es in Deutschland wieder so weit, der faschistische Geist ist wieder wach. Er war nie weg, aber es ist sehr grausam und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alle klar und laut sind und sagen, wir haben keinen Bock auf Nazis, egal in welcher Stadt. Ich wurde so geboren, ich werde so bleiben, bis ich sterbe. Ich wurde so geboren, Antifaschist für immer, für immer. Ich wurde so geboren, ich werde so bleiben, bis ich sterbe. Ich wurde so geboren, radikal, radikal. Propaganda, sie schwebt überall im Netz. Sie fühlt sich wohl im Bundestag, im neuen Einreisegesetz. Am Stammtisch, wo man über die Schandare Ausländerflut hetzt. Fühlt sie sich zu Hause, in den Köpfen sitzt sie fest. Ohne Verstand mit Waffen und die Zähne voll gewetzt. Werden unzählige Menschen bis zu ihrem Tod gehetzt. Es wird auf Rasseführer und das Vaterland gesetzt. Zu viele Menschen leben, hat diese Ideologie zerfetzt. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich wag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich wag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. What? Ich wurde so geboren. Antifaschist für immer, für immer. Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! In die Mitte.
Seite der Gesellschaft wollen sie ihren Müll verbreiten. Mit der Steiner gehen sie weg vom glatzen Bomberjacken-Style. An Schulhöfen-CDs verteilen, in Stadien-Schlägereien. Liedermacher rechts, Rock für jeden was dabei. Dumpfe rechte Sprüche finden sich in vielen Parteien. Weder es brennen Häuser und Idioten schreien sie heil. Manche sind schockiert, auch wenig Leute greifen ein. Ich werde nicht ruhen, ich will den Globus Nazi frei. Warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich wage es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich wage es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. What? Ich wurde so geboren. Antifaschist für immer, für immer. Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! Alerta, Alerta! Le fascisme est dangereux. Chaque jour, y'a des gens qui se font tuer. Le fascisme est vicieux. Imprégné dans trop de cerveaux abîmés. Le fascisme est dangereux. Chaque jour, y'a des gens qui se font tuer. Le fascisme est vicieux. Imprégné dans trop de cerveaux abîmés. Quant au racisme et la xénophobie, ma tolérance s'arrête ici. Ma compréhension pour ces imbéciles. Je n'attends plus, je passe à l'offensive. Mon attaque est puissante et dynamique. Je me défonce, il faut avec des front kicks. C'est ma façon, mais de courage cynique. Je reste radical, je reste antifasciste. Ich wurde so geboren. What? Ich wurde so geboren. Antifaschist für immer, für immer. Ich wurde so geboren. What? Ich wurde so geboren. Radikal, radikal, radikal. Alerta, Alerta. 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 Dankeschön, kein Fußbreit den Faschisten, egal wo.